Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur nächsten Folge der neuen Staffel Obers Internetempfehlungen. Und heute habe ich eine ganz besondere Seite für euch, nämlich die Seite, nach der ich schon öfter gefragt worden bin. Wie hast du denn, Ober, wie hast du denn deinen Avatar oben bei YouTube gemacht? Dann sage ich immer mit der Seite Face Your Manga. Und da haben wir sie. faceyourmanga.com. Da kann man sich also anmelden, wenn man möchte. Ne? Man kann auch was einkaufen. Man kann auch einfach ein Avatar oder ein Bildchen kreieren. Und das machen wir doch einfach mal. Man sucht sich dann aus, möchte man Männlein oder Weiblein sein. Wir wollen mal Weiblein sein. Quatsch, Männlein sein. So. Und dann, ja, hat man hier die Möglichkeit, zunächst mal seine Gesichtsform auszuwählen, ob man lieber eckig oder rund sein möchte. Was für Ohren. Na, da, Moment, zum Shape, da gehört natürlich noch mehr dazu, zum Beispiel die Haare. Kurze Haare. Möchte er haben? Was möchte er denn für eine Haarfarbe haben? Grün vielleicht. Was ist das? Klamotten? Ja. Okay, Klamotten, Extras, Klamotten. Jacket, Klamotten, nehmen wir mal so eine Jacket dahin, so eine etwas abgerissene. Was haben wir hier noch? Irgendwelche Abzeichen oder was? Hüte, wollen wir einen Hut aufsetzen? Ja, so, und dann irgendwelche Gegenstände noch, da ist nicht viel dabei. Es gibt hier nur die Basic-Sachen. Für die anderen muss man dann ein bisschen was bezahlen. Und dann haben wir ein Logo noch, wenn man möchte. Hier, was will man denn für ein Logo haben? Love. Wo kommt das denn hin? Gar nirgendwo. Okay, jetzt wollen wir noch einen schönen Hintergrund haben. Wetter ist immer was Feines. Da haben wir dann hier Schnee, mehr nicht. Okay. Hier haben wir aber ein bisschen mehr. Hier haben wir zum Beispiel aus San Francisco, wie heißt das? Aus Brasilien. Wetter nehmen wir wieder weg. Weil es in Brasilien ja nicht schneit oder kaum. So, dann Brasilien oder die Pyramiden oder einfach hier sowas. Ja, wie man möchte. Und dann kann man sich das natürlich abspeichern. Dazu sollte man dann seine E-Mail-Adresse angeben. Oder wenn einem das hier schon ausreicht, macht man einfach ein Bildschirmfoto und macht das dann mit einem Bildverarbeitungsprogramm weiter, so wie ich das gemacht habe. Also einfach vom Foto ab, vom Bild abfotografiert, vom Bildschirm abfotografiert, so wollte ich sagen. Ja, das war's. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss und bye bye.